ganz kurz, nur Prophezeiung. Wenn die was haben heute, sorry, Boys, aber ich mach mit euch allen rum. Mit allen. Ich hänge mich an Kim ran und dann wird hier der Laden auseinandergenommen. Die findet den ja. Ja, ja, okay, okay, nicht. Okay. Der ist mir egal, aber auf den, die Tat, durch die Tatsache, dass sie den irgendwo interessant fand oder findet. Okay, macht okay. Auch ich verstehe das. Ich verstehe, was du meinst. Ja, ja, ich verstehe, was du nachfällst. Wenn etwas zwischen Steffi und Max passiert, dann einfach. Hab mich gefreut, dich kennenzulernen. Wir chillen hier noch schön, aber du und ich, finito. Ganz einfach. Ich bin auch kein Hampelmann jetzt dann. Weil ich mach's ja auch nicht. Ich werde jetzt nicht die ganze Zeit in der Villa stundenlang rumsitzen und hoffen, oh Mann, bitte haben sie sich nicht geküsst. Ich werde hier trotzdem auch chillen, meinen Spaß haben, hier und da. Sieht glücklich aus. Ja, mal rauskommt, ne? Mhm. Einfach mal Party machen. Cool. Ja, am meisten freue ich mich natürlich, dass die Jennifer mit dabei ist, ne? Du musst hier dann eigentlich noch da mal denken. Was heißt das? Ja, einfach Party. Ja, Party. Ja. Auch ich habe meine Brille sauber gemacht. Ich habe meine Brille aber sauber gemacht. Oh, Scheiße, wird verbaut. Ich bin auf jeden Fall richtig, richtig heiß und dann bricht Bock. Hallo. Ja. Du musst mir keine Sorgen machen. Aber weswegen Sorgen machen? Wegen Jenny. Wie meinst du Sorgen machen? Ja, du weißt, wie ich das meine. Nee. Natürlich weißt du. Nee, wie denn? Dass ihr was habt oder so. Ich denke nicht mehr. Wieso denkst du? Ja, warum? Hast du Lust? Nein, warum? Was stellst du mir für Fragen? Ich mache mir Gedanken wegen Marvin und Jenny, aber in diesem Sinne, dass ich einfach jetzt endlich wissen will, passiert da was, wenn die alleine sind oder nicht? Auf Wiedersehen. Ich bin schon echt ein bisschen eifersüchtig. Ja, ne? Aber hey, haut rein. Ganz ehrlich, wäre ich an deiner Stelle auch. Usa, Usa. Gib Gas für unseren Eingang. Knallgas. Vollgas.